Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Circuit Superstars. Heute geht's rein in die Hatchback Series. Ja, und da bin ich gerade schon mal kurz reingegangen und habe gemerkt, ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Und deswegen gehen wir nochmal neu rein in Meister und gucken mal, wie es läuft. Wir nehmen diese Lackierung, die wunderschöne Lackierung hier, und gucken mal, wie es hier vorangeht. Zuletzt haben wir ja richtig, richtig gut abgeschnitten. Deswegen haben wir jetzt einen höheren Schwierigkeitsgrad, Meister, damit das Ganze eben herausfordernder wird. So. Ich fahre ganz vorne die Quali-Runde jetzt. Okay. Crazy. Gerade eben bin ich ganz hinten gestartet. Okay, gucken wir mal. Wieder Augen nur auf mein Auto richten. Ganz wichtig. So, auf ein gutes Quali. Strecke kennen wir auch schon aus der letzten Folge, glaube ich. Boah, 7. 8. Ist okay. Aber natürlich schon deutlich happiger der Schwierigkeitsgrad jetzt, ne? Aber auf einen Sieg kommt es nicht an. Es geht ja darum, dass man insgesamt so über mehrere Rennen sich durchsetzt. So, gucken wir mal, wie es läuft. Ah, warum gebe ich dich direkt Vollgas, ich Idiot? Ey. Nein. Viel zu weit rausgekommen. Chris Murphy, don't. Komm gut voran. Zurück auf P9 und ab jetzt vielleicht noch weiter nach vorne. Aber die machen hier auch keine Fehler, ne? Die racen auch kaum gegeneinander. Das ist so ein bisschen wie in F1 E-Sport. Alle so ein bisschen im Train. Und keiner bricht da so wirklich aus. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Runde. Ah, no! Nein! Oh mein Gott, sorry, Nitter. Oh. Ja, bei der nächsten Meisterschaft, bei dem Porsche Cup so gesehen, da wird es erstmals Spritverbrauch und Reifenabrieb geben. Und auch, ja, quasi eine Fahrzeugzustandsanzeige. Da bin ich mal gespannt, aber das Reverse Grid sollte einiges hier wieder richten können. Puh, 10. Platz. Gar nicht gut. 3 Punkte geholt. Aua. Das ist natürlich immer ein bisschen schmerzhaft. Vielleicht liegen uns die nächsten Strecken besser. Sugar Hill. Was ist der? Der Hip? Hap. Der Hip. Der Hip, der Hip, Hip, Hap. Let's go. Blick wieder von meinem persönlichen Auto abgewendet. Nicht gut. Oh mein Gott! Alter! Wow! Der ist in eine Lücke gegangen, die dann nicht mehr da war. Oh! Okay, das zweite Rennen läuft wirklich deutlich besser. Komm schon. Kenny Davis gegen David. Oh! Oh mein Gott, proper Racing hier at the front. Geil. Nein! Davis, David und Dave. Alter, was geht hier ab? Hier verschmelzen gerade Welten. Okay, sehr gute Runde bisher. Oh mein Gott. Geil. Das war gut. Das war nicht gut.
David ist dran. Nein, don't do it. Nicht überholen. David, tu es nicht. Okay, let's go. Boah. Ganz leichter Love Tap von ihm. Jawohl, das zweite Rennen sieht auch deutlich besser aus. Oh ja, und wir sind nur 300 hinter der schnellsten Runde. Boah, also so langsam kommen wir wieder ein bisschen rein mit der Karre. Alter Falter, ey. 23 Punkte, 8 Punkte Rückstand zu Adriana González. David Ackermann, sie. Das ist der Bruder von Kasper Ackermann wahrscheinlich. Der hat gerade den zweiten Platz gegen uns geholt und jetzt. Ach stimmt, jetzt starten wir deutlich weiter hinten, okay. Ja, wir sind auf Platz 4 der Meisterschaft. Let's go. Oh mein Gott, das ist eine ganz, ganz crazy Strecke. Viele Kurven. Viele Kurven. Ich glaube, die kennen wir auch, oder? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht Adriana González, die darf nicht durch. Oh mein Gott, sorry. Uff, das war... Ist das jetzt schon Startziel? Ich bin gerade mehr mit dem Streckenverlauf beschäftigt als mit irgendwas anderem. Alter, irgendwie checke ich die Karte, glaube ich, noch nicht ganz. Oh mein Gott. Alter, Adriana González. Hyperdive, aber richtig geil. Nein, ich bin zu weit innen. Oh Gott, ich fahre aber auch gerade komplett Potato-like. Was ist hier los? So schlecht. Push, push. Adriana González trotz dieser ganzen Widrigkeiten die schnellste Runde geholt. Oh mein Gott, die Penalty für sie! Bitter. Oh, diese Pass habe ich, glaube ich, zum ersten Mal ganz gut geschafft und oh Gott, direkt versiebt. Alter, Adriana González kommt doch wieder zurück. Let's go, letzte Runde. Oh. No. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Auto mir nicht so liegt wie die anderen. Oh Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur der Schwierigkeitsgrad ist. Oder ist es halt... Oh nein! Ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin dumm! Ich bin vorne! Nein, Adriana! Don't! 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 Kenny! Zieh vorbei! Ja! Oh Gott, Alter! Was ist hier los? Oh, ein gerade so erreichter sechster Platz und wir sind von denen ganz vorne am besten platziert gewesen. Und jetzt, alter Falter, wait, was ist hier los? Wo ist Adriana? Da, immer noch vor uns. Alter, okay, zwei Rennen haben wir, glaube ich, noch. Alter, das ist komplett Carnage, ey. Feinzer, Hatchback, Serious, let's go. Ja, also das Ding ist ja, aktuell haben wir... noch keine taktischen Erwägungen. Wir müssen uns durchboxen. Wir haben auch immer andere Autos. Die fühlen sich auch ein bisschen anders an. Die Strecken vor allem auch. Und nicht an den... Oh Gott, das ist die Strecke, die ich kenne. Die kenne ich. Let's go. Das ist quasi Imola. No! Alter, Daisuke, was machst du da? Nicht nett. Oh mein Gott.
Aber das permanente Reverse Grid bringt natürlich auch sehr viel Würze rein, weil du dann... Oh Gott. Da habe ich die erste Kurve quasi zu gut genommen. Daisuke, weg hier. Nicht zu weit rauskommen, wichtig. Im Zweifel anlehnen, das hat früher bei Gran Turismo 3 auch immer funktioniert. Oh, Alexandros! Alter! Nein! Zu spät gebremst. Ich bin so doof. Daisuke! Alter. Alter, bin ich gerade schlecht. Oh mein Gott. Die Meisterschaft haben wir uns auch definitiv nicht verdient. Oh Mann, was ist da vorne los? Alter. Furchtbar. Ey! Oh, du, oh, du. Okay. Alexandros wieder. Send it. Kann man schlingern. Alter, Adriano González gewinnt das Ding hier. Ja, hat damit wahrscheinlich auch die Meisterschaft komplett durch schon. GG, voll verdient. Puh, also zumindest sind wir in der Meisterschaft nowhere near, Alter. Oh mein Gott. Wir könnten vielleicht auf P3, wenn es halbwegs gut läuft, aber selbst da muss echt viel passieren. Inklusive, dass ich jetzt besser unterwegs bin. Whistle Valley. Alter. Suche. Oh mein Gott, das ist ein Kinder. Oh Gott, die Kurve habe ich nicht so erwartet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Carnage, Carnage, Carnage. Reckon, Reckon, Reckon. Adriana González, die schiebt sich da immer durch. Und David Akamanzi kriegt da eine Penalty. Wo müssen wir hin? Da. Das war ein Big One, Alter. Den strengen Verlauf kenne ich halt null, ne? Das ist... Jetzt gerade will mich wirklich einfach nur üben, 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 üben. Wie ist die Strecke eigentlich nochmal? Alter, David Akamanzi, ey. Der kommt wieder richtig voran. Schieb ihn raus, Dave. Schieb ihn raus. Nein. Wieder die Kurve komplett falsch angefahren. Push. Oh mein Gott. Alter, Alessandros, ich hab dir vertraut. Du warst doch immer cool zu mir. David, da kann man's, du darfst nicht durch. Ich bin der Okay, ich bin der Letzte der ganzen Dave-Bande, glaube ich, weil dieser Davis, Dude, ist auf P4 oder so. Oh mein Gott, ich krieg eine Penalty. Oh mein Gott, der letzte Platz auch im letzten Rennen. Nein, nein, es ist nicht, es ist der P11. Oh Gott, Alter.
Oh mein Gott, das. Okay, krass. Puh, im letzten Video so dominant und jetzt komplett auf die Fresse geflogen. 35 Punkte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch zu einem nicht unerheblichen Teil vom Fahrzeug abhängt. Natürlich auch von der Strecke. Natürlich auch vom Zusammenspiel. Aber ich kam jetzt mit dem Auto nicht gut klar. Mit dem letzten Auto haben wir ja alles wegdominiert, wenn auch auf einer niedrigeren Schwierigkeitsstufe. Aber trotzdem, wir waren ja auch schon im ersten Cup auf... Ja, wobei, nee, wir waren im zweiten Cup halt schneller als im ersten Cup. Also insofern kann man schon sagen, glaube ich, Tourenwagen nagen wir mehr als Piccino vor allem, aber halt auch als die Hatchbacks. Die Frage ist natürlich, wie würde es hier auf Pro aussehen, aber I don't know. Beim nächsten Mal geht es aber auf jeden Fall nach... oder zum GT Supercup. Und da fahren wir mit quasi GT3 Cup Autos. Sehen so ein bisschen aus wie Porsche. Und wir haben 10 Runden Rennen. Das heißt, wir haben auch Boxenstops. Werte Damen und Herren, wenn euch diese Episode gut gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Gerne Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein. Und dann mit einem hoffentlich erfolgreicheren Dave. Bis demnächst. Ciao.